Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Und heute gibt's einiges zu tun, denn zum einen die Schienen dahinter, die könnten noch ein wenig Arbeit vertragen und ich dachte mir, ich mach mal eine Höhlentour jetzt endlich mal, denn sonst wären die Schienen nie fertig, da braucht man so viel Eisen und wir haben genau gar nichts. Haben wir nicht noch was aus dem Ende? Also, aber das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so hier 32 Barren haben wir. Oh, ja, das, also wenn wir so viele Schienen wie wir machen wollen, das reicht ja wirklich. Ja, nee. So, ich baue mal dann in der Zeit unser Schienenbett, Gleisbett, wie auch immer weiter. Ja, wir wollten noch gucken, wo der Bahnhof hinkommt. Ach ja. Die Haltestation im Dorf. Stimmt. Das können wir ja jetzt noch schwind machen. Ja, ich gehe die ganze Bahnstrecke entlang. Ich flieg. Ja, ich habe leider noch kein Haltbarkeit-3-Buch. Vielleicht finde ich ja eins in deiner Höhlentour. Oh, ich habe es hier beim Schnitt gesehen. Du hast hier einen Baumstamm falsch gesetzt und das hat mich richtig genervt. Oh, kann ich ihn ja umändern. Oh, da oben sehe ich es schon. Nee, ja, dazu brauche ich einen ganzen Block. Ja, ich sehe es schon. Vielleicht habe ich noch ganze Blöcke. Ja, ich habe noch einen im Inventar. Oha. Das trifft es hier gut. Schon viel besser. Ja. So, genau, dann geht's hier hoch, dann hier rum, damit man die Bäume nicht abbauen muss. Und hier hat man so eine schöne Sicht noch auf den Berg dann. Oh ja. Und dann geht's hier weiter. Dann war halt mein Plan, das zumindest mal so, dass es hier auf den Berg drauf geht. Ja. Und dann ist die Frage, wo die Station hinkommt, weil das ist halt richtig hügelig hier. Wir könnten sie auf den Berg hier machen. Ja, das würde gehen. Ja, aber da ist halt auch die Frage, die Linie da oben, passen wir die überhaupt an hier ans, oder wie ja, machen wir das? Ja, ich weiß, wobei ich weiß, an sich müssen wir es eigentlich nicht anpassen, oder? Ja, ich würde es vielleicht so ein bisschen, damit die nicht so richtig hoch über dem Boden schwebt. Ja, wobei ich weiß nicht, von da, wo sie jetzt ist, wenn du mal hier kommst, wo ich bin, von da, wo sie jetzt ist, bis auf den Berg links von uns, können sie eigentlich auf der Höhe bleiben, wenn sie nicht hier runter zu der Bahnstation muss. Das ist halt die Frage. Ja. Wofür die Station? Die Bahnstation kannst du auch oben bauen, dann eine Treppe runter. Ja, stimmt. Ja, kann man auch. Aber sollen wir die dann hier machen, die Bahnstation? Oder. Alter! Wir könnten natürlich auch die Bahnstation hier drauf machen. Dann ist sie näher am Dorf. Hier auf den Hügel. Dann würde ich aber den Knick da oben wieder rausnehmen. Nee, ich würde das so lassen, dann die Bahn einfach komplett rüber, dann eine Ecke bis hierhin, dass die Bahngleise quasi in die Richtung verlaufen am Bahnhof. Mhm. Und dann nach dem Hügel geht sie wieder nach rechts. Ja, guck mal, die macht ja, wenn die geht den Berg hoch, macht dann einen Rechtsknick um die Bäume rum. Ja. Und dann macht sie hier wieder einen Linksknick. Das ist ja voll der Zickzack. Nee, die macht keinen Linksknick. Die bleibt jetzt da, so wie sie jetzt ist, geht's einfach geradeaus bis bei mir hier da drüben. Und dann macht sie eine normale Kurve. Ja, ja, schon. Ja, aber das ist besser, als weil wenn wir den Knick da rausmachen, dann fährt sie so direkt übers Dorf an den Häusern vorbei und alles. Ich finde das so besser. Ja. Ja, ja, gut. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen die Pflanzen weg. Und ich gehe ins in den Nether. Denn es fehlen noch ein paar Lavablöckchen in unserem Nether-Portalraum. Oh, viel Spaß nicht beim Lava holen im Nether. Danke. Den hatte ich letztes Mal nicht, als ich das versucht habe. Ja, aber weißt du, was du auch nicht hattest? Elytrin. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Mhm. Oh, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Komm, zwei Margariten, die setze ich hier hin. So. Margarita? So. Wo sind die ganzen Eimer? Haben wir die irgendwo? Normal schon. Haben wir die? Die haben wir schon noch, oder? Ja. Ist jetzt hier schon Wasser an. Aber ja, gut. Irgendwo werde ich sie schon finden. Es gibt hier. Nö. Oh, da war doch was. Doch, 10 Eimer. Ey, wenn ich die jetzt übersehen hätte, das wäre richtig peinlich.
So, das heißt, ich habe 13 Eimer zur Verfügung. Ich hoffe, ich muss nur einmal gehen, aber ich weiß nicht, wie viele da noch fehlen. Ja. 13 könnte hinkommen. Die Frage ist halt eher, wie viel Glück oder Pech du hast. Die dann so passend hinzusetzen. Weil das ist. Das ist kein Glück, das ist Skill. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich krieg's hier nicht allzu viel zu verkacken. Glaube ich. Hier zum Beispiel fehlt einer, sage ich jetzt. Ja, da hat tatsächlich einer gefehlt. Ich hoffe, das geht auch so weiter, aber ne, einen hatte ich noch, den habe ich hier nämlich geklaut für unsere Lavalampe. Ja. Aber der ist jetzt wieder zurück. So. Hallo, Nether. Hoffentlich sterbe ich nicht. Das wäre schlecht. Mal, ich habe zwei Wassereimer, die schütte ich hier aus. Ja. Und dann, weißt du, was das Allerbeste wäre? Mhm. Wenn ich Platz im Inventar hätte, um die ganzen vollen Eimer mitzutransportieren, kann ich gleich wieder zurückgehen. Irgendwie, nee, ich mache das nicht so hoch, wie ich es geplant habe. Wir können ja da, wo die Schienen dann quasi auf der Erde aufliegen, auch so einen kleinen Schutzzaun drumherum bauen, dass nicht mehr Viecher drauf klettern. Ja. Das war nix. So. Bin wieder daheim. So schnell kann's gehen. Oh. Ich sortiere jetzt nicht mein Inventar. Was? Das ging wirklich ziemlich schnell. Es wird Nacht. Ja, weil ich nichts mitgenommen habe. Ich habe ja... Ne? Ja. So. Jetzt kann ich gleich wieder gehen. Okay. Jetzt habe ich 18 Inventarplätze. Das sollte ja reichen für 13 Eimer. Hoffentlich. Ja, sonst stimmt was mit der Mathematik nicht. Ich geh mal schlafen. Ja, ich bin gleich wieder weg. Dann ja. Geht es. Ja, hier leuchtet es schön. Och nee. Jetzt fängt der Nachbar an der Rasen zu mir. Ich muss mal mein Fenster zumachen. Ja. So, ich hoffe, man hört das jetzt nimmer. Denk aber nicht. Ansonsten gibt es eine Anzeige wegen Ruhestörung. Ja, was fällt ihm ein? Soll er seinen Rasen wachsen lassen? Genau, das ist ein Lebensraum für Tiere, den er damit schafft. Ja. Wir schaffen auch Lebensraum für Tiere, zum Beispiel in unserem Kuhgehege. Ja, das ist nicht viel Lebensraum. Und ja, aber es ist Lebensraum. Ja. So, alle 13 Eimer voll, ich komme wieder zurück. Das ging wirklich sehr schnell. Ja, aber wenn man halt Elytra hat, dann kann man einmal kurz zum Lavasee runterfliegen und dann sind die alle voll. Ja. Ich habe gerade eine sehr interessante Felsformation entdeckt, aber ich habe meine letzte Rakete verballert, deswegen kann ich nicht weiter fliegen, um es zu untersuchen. Meine Lytren haben auch nur noch 140 Haltbarkeit. Oh je. Beginnt schon. Der Strich beginnt schon rot zu werden. Ja, das ist nicht gut. Naja, wir tauschen einfach. Ich nehme dann deine. Nö. Oh. Aber ich habe mir schon überlegt, ich benutze die hier jetzt einfach tatsächlich ohne Haltbarkeit und tue es ja halt dann, also nicht immer, aber über weite Strecken, wenn ich wohin muss, dann kann ich die ja benutzen ohne Haltbarkeit und tue sie dann reparieren mit so Phantomsachen und wir haben ja noch ein paar Elytren und wenn ich irgendwann mal ein Haltbarkeit 3 Buch habe, dann verzauber ich das auf die und benutze dann die, dann sind die quasi frisch. Ach so, ja. Wollen wir dann beide Elytren mit Haltbarkeit haben, können wir von mir aus auch noch im Ende mal rumfliegen und noch welche suchen, falls wir mal wieder welche brauchen sollten. Ja.
Ich weiß ja nicht, wie lang oder wie oft man die reparieren kann. Mit den Phantom-Membranen und so. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Ein paar Mal habe ich daneben gedrückt, aber es geht noch. Da hinten fehlt noch einiges. Okay, hier auf der einen Seite fließt jetzt gar nichts mehr. Auf der anderen Seite noch ein bisschen was. Ich fürchte aber, ich muss nochmal gehen. Wahrscheinlich. Aber viel fehlt nimmer. Da muss einer rein. Okay. Jetzt habe ich noch drei. Boah, das könnte genau reichen, aber nur wenn ich jetzt nicht noch irgendeinen Fehler mache. Ich weiß nicht genau, wo der da hinten hin muss. Das ist natürlich fies. Wobei. Ist der denn nicht hier drauf? Ja. Ich weiß nicht, ob es reicht. Bin mal gespannt. Und jetzt hier. Okay, es fehlt noch einer. Oh. Ich gehe einfach in den Nether, weil da fließt irgendwo einer runter, direkt neben dem Portal. Und das nehme ich mit und dann gehe ich wieder. Oder? Das hier. Dieses komische Ding bekommt das her. Von der Decke wahrscheinlich, oder? Ja. Dann nehme ich es doch nicht mit. Da drüben kommt eins raus, das nehme ich. Ja. Und tschüss. Oh, hier ist ein kleiner Zombie. Lass mich bloß in Ruhe. Ah ja, er lässt mich in Ruhe. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Und ich habe nur einen Stein. Den anderen habe ich nicht. Ja, ich habe mir auch schon öfter überlegt, eigentlich könnte man da mal Türen reinbauen oder so. Statt immer dieses Stein weg und wieder hin. Man könnte auch mal diesen hässlichen Raum ein bisschen verschönern. Ja. Ist ja nur ein Klotz aus halb Cobblestone, halb Netherrack. So, und jetzt muss hier noch einer hin. Jawohl. Ein hybrider Klotz. Ach so. Der ist zukunftsweisend, sage ich dir. Aha. Jetzt fließt es nur noch hier und da wird es immer fließen, weil da die Brücke immer hochkommt. Wenn die Brücke oben ist, dann fließt hier gar nichts mehr. Sehr gut. Das hat lang genug gedauert, aber jetzt ist es endlich fertig. Ja. Nach 300 Folgen gefühlt. Nicht nur gefühlt. Naja, doch gefühlt. Naja, bald sind wir bei 200. Ja. Okay, dann kann ich jetzt meine Höhlentour antreten. Ich glaube, ich nehme ja Schalkertruhen mit. Ich baue hier gerade diese Bahnschienen noch mal ein bisschen anders, als ich es geplant habe, aber vertretbar. Muss ich halt ein bisschen was abreißen, aber das geht ja. Ja. Haben wir noch Schalkerschalen? Hier steht eine Truhe. Aber ich meine, wir hätten noch mehr gehabt. Also wir hatten... hier sind 17 Stück. Das erklärt die Sache. Dann mache ich mal so viele wie geht, oder? Mehr kann man daraus eh nicht machen. Ja, ich glaube nicht. Also 8 Truhen. Truhen haben wir nicht, aber ich habe einen Haufen Birkenholz und das will eh niemand. Her damit. Wie geht Birkenholz? Ja. Daraus macht man nur Truhen oder Sticks? Oder ein Haus. Nein. Haben wir schon gemacht. Ja, aber trotzdem. Ja. So. Hier die Truhen kommen da. So. Jetzt habe ich 8 Schalkertruhen. 9, wenn man die mitzählt, die hier rumsteht. Und die zähle ich nicht mit, weil die nehme ich nicht mit. Ist es nicht ein bisschen aber übertrieben vorbereitet? Ja, 8 nehme ich auch nicht mit. Ich nehme, glaube ich, hier mit. Die Hälfte. Fackeln, ein Stack und 50. Ich weiß nicht. Eigentlich könnte ich doch nochmal in den Nether gehen und nochmal die 13 Eimer... Ne, halt, warte, es verbraucht voll viel Platz. Dachte als Lichtquelle vielleicht. Für große Höhlen, aber
Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Alone wird sich wahrscheinlich irgendwie schon, weil das sieht cool aus, aber... Oder du machst den Shader einfach aus, wenn du in einer großen Höhle bist. Nee. Aber es sieht dann halt auch nicht mehr so cool aus, deswegen, das würde ich eigentlich nicht machen. Nee, nee. Shader raus ist keine Option. Könnten Stack Glowstone mitnehmen. Nein. Du kannst doch einfach alles voller Fackeln klatschen. Ich nehme den Glowstone mal mit. Ich muss ihn ja nicht verbrauchen. Ich guck mal, ob der besser ist. Ja. Was brauche ich denn? Essen habe ich. Ein Schild habe ich. Einen Bogen habe ich, aber keinen Pfeil. Vielleicht sollte ich einen Pfeil mitnehmen. Einer reicht ja. Ein Wassereimer könntest du noch mitnehmen. Ah ja, stimmt. Ein Bett. Ein Bett ist auch nicht schlecht. Jetzt muss ich erstmal eins nach dem anderen machen. Was war's jetzt? Ein Wassereimer. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Ein Pfeil, ein Wassereimer, ein Bett. Ja, hier, hier sind drei Pfeile. Ich nehme einen. Ein Wassereimer. Gut, die habe ich vorhin ausgeschüttet. Ich nehme mir zwei mit. Oha. Zwei Wassereimer für eine unendliche Quelle. Ich bin hier falls man denn jemals eine braucht. Bin ja gerade in so einer Höhle versunken, in so einer Schneeschlucht, weil hier unten mein Holz liegt. Ich hoffe, ich komme da je wieder hoch, aber ich will das Holz haben. Ja. Aber hier geht's aber auch runter in so eine große Höhle, glaube ich. Ja, toll, hätte ich jetzt noch Raketen dabei, könnte ich hier hochfliegen. Nur leider habe ich keine dabei und es wird Nacht. Oha. So, ein Bett. Wir haben doch Reisebetten irgendwo. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo, wenn man mal ein sortiertes Lager hätte, dann würde das gehen. Wenn man mal das riesige Lager nutzen würde, das man nebendran gebaut hat, statt immer die Kisten, die rumstehen. Sortierte Lager sind überbewertet. Ach so, ich will ein blaues Bett eigentlich. Habe ich Betten nicht oben in meiner Kiste drin? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist ja voll viel Zeug drin. 5 Diamanten. Hier sind nochmal 12 Schalker-Schalen. Oh. Und ein Bogen. Ich glaube, du hast da mal dein Inventar rein entleert. Nee. Ich habe da Sachen, die ich noch kombinieren wollte. Ach ja, stimmt. Also, ja. Hier sind Bögen, Haltbarkeit 3. Nochmal Haltbarkeit 3, nochmal Haltbarkeit 3. Was? Ja, ich habe einen Haufen Bögen verzaubert, weil ich ja Unendlichkeit wollte. Das sind die alle. Ja. Ich probiere mal, ob ich die kombinieren kann. Ich habe nur 6 Level. So, was willst du denn kombinieren? Haltbarkeit 4? Ja, nee, aber meine hat ja nur Unendlichkeit. Also. Sonst nix. Ja. Und da sollte vielleicht noch Haltbarkeit drauf. Ja. Das kostet 9 Level. Guck mal, wenn ich nur Haltbarkeit mache, ohne Schlag 2, ob es dann reicht. Haltbarkeit 3 und Unendlichkeit 9. 9. Hast du 9 Level? Ja, aber ich will die eigentlich nicht dafür verschwenden. Okay. Ich spare auf ein Haltbarkeit 3 Buch für die Elytrin. Ah, das macht Sinn. Ja, dann lasse ich den einfach so. Wo sind denn die Reisebetten? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch eins gebrauchen für meine Arbeit. In den ich habe nur eins. Ich habe ein gelbes gefunden. Ich auch, das nehme ich. Ja, das ist das. Ach so, hast du es nicht rausgenommen? Wo die blauen sind, weiß ich nicht. Haben wir die nicht verloren? Haben wir überhaupt neue gemacht? Ach nee, ich glaube, die sind doch verloren gegangen, als der Server abgestürzt ist, wo wir Korallen holen waren. Ja, aber aber ich dachte, wir haben wieder neue. Nee, wir waren seit Jahren nicht mehr unterwegs, wo wir welche gebraucht haben. Glaube ich. Ja doch, weil wir haben sie ja mal gesucht und dann bemerkt, dass wir keine mehr haben. Doch, wir waren am Ende. Aber die haben wir da stehen lassen am Bord. Ach stimmt, die haben wir da stehen lassen. Ja, dann mache ich ein neues. Okay. Falls wir denn Wolle haben. Du kannst ja auch vorher nochmal schlafen gehen. Weil es schon Wolle gefunden. Ach so, ja. So jetzt halt direkt, meine ich. Ja. Aua. Bing. So,